Also wenn ihr sehen wollt, wie wir Subs essen, schaut bei Erika vorbei. Alles unten verlinkt und ich schreibe euch ihren Namen hier nochmal rein. Verlinke ihr YouTube. Ach so, willst du nicht gleich nochmal aufnehmen? Ich wollte einfach mal nett sein und mitmachen Werbung droppen. Nee. Also ich verlinke alles von ihr und wir essen jetzt erstmal Subway auf ihrem Kanal. Und danach gehen wir hier weiter. Ach so, probiert das erste Mal Lokma. Gut, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Ja, da ist einmal ein kleiner Löffel und einmal so ein Stocher. Stocher? Wie so ein Zahnstocher, aber das hat oben so ein komisches Ende. Der Dude denkt sich auch so, was machen die hier? Welcher? Oh, bist du ready für den Beginning des Videos? Ach so, ich Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal mit Vanessa nach 100.000 Jahren. Hallo. Ich kann aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren, ob dieses Video jemals online kommen wird. Oh. Man weiß es nie, Alter. Wir haben vor, keine Ahnung, wann war das letzte Mal? Vor 2 Jahren oder so haben wir Videos gedreht. Die Boah, das war noch in meiner alten. War das in meiner alten? Nee, das war in meiner neuen Wohnung. Das war in deiner neuen Wohnung, genau. Das ist keine 2 Jahre. Ja, anderthalb vielleicht, oder? Anderthalb? Anderthalb kommt hin, ja. Ja. Anderthalb. Irgendwie diese Videos, okay. Die sind irgendwie einfach verschollen, aber ich habe die tatsächlich noch auf einer Speicherkarte gefunden. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Das wäre auch cool, irgendwie die gleichen Fragen zu beantworten, die wir in diesem Video beantwortet haben. Aber ich fand das irgendwie zu cringe und deswegen dachte ich, ich weiß nicht. Ja. Ey, ich wollte mich eigentlich fertig machen und wenigstens ein bisschen gut aussehen, aber Madame... Oh, jetzt schiebt die ganze Schuld auf mich. Das war unser Ding, dass wir keinen Bock hatten, uns fertig zu machen. Unser Ding, ja. Ich brauche diese Person, weil ich nie Bock habe, die dann sagt, doch. Komm, wir ziehen an einem Strang. Naja, nee. Deswegen haben wir einen Mukbang für euch auf ganz entspannte Basis. Wir haben bei Subway etwas bestellt und wir essen jetzt was. Ich habe mir einen Thunfisch-Sub geholt. Erika war damit einverstanden. Das seht ihr auch in meinem Vlog. Ja, ich habe ja nichts. Ich esse zwar keinen Fisch mehr, aber ich habe nichts gegen Fisch. Seit wann hat Subway so süße Cookie verpackt? Habe ich mich auch gefragt eben. Vielleicht hat es deswegen 6 Euro mehr gekostet. So 6 Euro mehr. Bist du ready? Lächeln und trinken. Also die Sonne geht in 14 Minuten on. Okay, online. Gas geben. Unter, meine ich. Ich bin die Einzige, die diesen Sesam-Sub. Du bist so hässlich, ne? Guck mal, sag sie zu mir, ich bestelle so meinen Sub. Ich sag so, ja, werde die Light bitte mit veganem Käse, Vollkornbrot. Und die so, oh, Vollkorn? Du bist die Erste, die so ist wie ich und auch Vollkorn bestellt. Dann ich drehe mich so ganz kurz um. Der Typ fragt so, und was kriegst du? Bitte einmal Sesam. Und ich gucke die so an. Und der Typ war richtig verwirrt. Der ist so, ah, tut er so das Sesam-Sub weg, weil der so ihr Folge nehmen. Die so, nee, Sub, Sesam ist richtig. Ey, warum bin ich so verpeilt? Ich hab's eben wirklich, ich hab's nicht gerafft. Ich glaube, der Hunger ist mit meinem Gehirn durchgegangen. Alter, mein Sub ist steinhart. Echt jetzt? Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach. Oh nein. Das ist einfach. Schatz, pass auf. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach richtig hart. Keine Ahnung, oh, ich glaube, das Brot ist irgendwie alt oder so. Ich habe einen Veggie Delight auf Vollkorn. Ich wusste nicht, was ein Veggie Delight ist. Sie bestellt einfach nur so veganen Käse. Und ich dachte, sie bekommt noch so diese, wie heißt das, Veggie Patty? Mhm. Und sie so, nee, da kommt nichts mehr drauf. Was ist das? Hättest du doch besser Sesam genommen. Hast du mir Wurst genommen? Chipotle Southwest. Ich mag es voll gerne. Ich hab die auch. Wir machen die erste Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Love you beide. Erstmal Dankeschön. Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es mir auch nicht mehr. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wer wen angeschrieben hat. Wir haben letztes Mal noch gesagt, dass wir erst, glaube ich, miteinander geschrieben haben und voll lange gebraucht haben, bis wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber weißt du noch, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht wo, ob es draußen war, ob es bei mir war, bei dir. Ich glaube, bei dir war es nicht, weil in deiner alten Wohnung war ich nämlich, glaube ich, nie. Und deine alte Wohnung war doch deine erste Wohnung, oder? Und was hattest du für eine Wohnung, bevor du die eine Wohnung da hattest? Da waren wir, am Heumarkt. Ja, aber davor. Was hast du davor für eine Wohnung? Vor Heumarkt? Ja, keine. Doch. Haben wir uns vielleicht das erste Mal getroffen, wo wir beide mit unseren Exen Schluss hatten? Und danach war ich nämlich bei Hannah, aber... weil da war ich einmal. Echt? Mhm. Also wir wissen es nicht mehr so genau, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, du. Ich weiß nur, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Also mit Treffen und so. Weil wir kennen uns ja schon Ewigkeiten halt auch von YouTube so. Ich habe deine Videos schon unnormal lang geguckt. Boah, müssten eigentlich über 5 Jahre sein. 6? Ja. So okay. 6, 7 Jahre, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall gesehen in meiner Galerie, die ersten Fotos aus meiner Galerie auf meinem iPhone. Peinlich. Sind mit dir. Und ich habe iPhone noch nicht so lange. iPhone habe ich bekommen, da war ich so... Das war, glaube ich, 2016 oder so, habe ich ein iPhone bekommen. Mhm. Das ist mein erstes. Und da sind auf jeden Fall die ersten Bilder drauf mit dir. Das war 2016 oder 17.
Dann hast du dein iPhone seit 5 Jahren. Das heißt, wir sind ja so 6, 7 Jahre. Ja. Mukbang ist echt Hassliebe. Mhm. Einerseits siehst du einfach scheiße aus. Mhm. Ich habe halt überall alles hängen gerade, ne? Also wirklich überall. Haben wir uns vielleicht durch diese andere da kennengelernt? Meinst du? Ich habe mich auf jeden Fall mit ihr vor dir getroffen, glaube ich. Also ich habe mich mit ihr auf jeden Fall getroffen, bevor ich mich mit dir getroffen habe. Meine ich. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich bin gar nicht sicher, ob ich sie oder dich zuerst kannte. Oh. Ich glaube, mit der habe ich mich das erste Mal 2015 getroffen. Boah, die hat einfach noch die Ballert, einfach Daten raus, ist so gar kein Plan. Der hat so eine Brille. Ich habe auf jeden Fall noch irgendwo ein Foto davon. Irgendwo auf irgendeiner CD. CD. Ja, ich habe früher mal alle Bilder so vom Handy auf so eine CD gezogen. Crazy. Haben wir beim ersten Mal zusammen direkt Videos gedreht? Soll ich meine Fotos rauspacken? Mein Gott, peinlich. Ich fand, auf den Bildern sahst du voll schön aus. Ich sah eher so aus. Ich find's immer andersrum, ne? Also vor allen Dingen das letzte Video, was wir gedreht haben, wo du mir das Bild geschickt hattest. Meine Nase war einfach lost. Ja, also wirklich lost. Das ist ja was anderes, du hast ja operiert. Das ist genauso wie wenn ich Bilder oder Videos von mir sehe, wo ich meine Lippen noch nicht aufgespritzt habe. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Finde ich auch, dass es voll anders aussieht. Also es macht halt voll viel mit einem Menschen. Ich glaube, mit einer OP ist das nochmal krasser. Ich erkenne mich ja schon wieder. Ist ja nicht so, dass ich ein anderer Mensch jetzt bin. Ich bin ja sowieso vom Inneren auch noch gleich. Ich finde einfach, ich habe mich auch mental unnormal krass weiterentwickelt. Gerade so von meiner Denkweise her über bestimmte Themen und so. Kennst du, wenn sich was so fremd anfühlt, wenn du so zurückblickst? Mhm. Und das ist halt so meine mentale Einstellung zu manchen Dingen. Oder ich war ja damals auch relativ unzuverlässig und sowas. Und das stimmt. Ja, das ist halt heutzutage gar nicht mehr so. Und ich deswegen, bin gespannt, ich gucke. Du sagst, ich gucke, das Video online kommt. Was das angeht, habe ich mich wirklich krass gebessert und auch an mir gearbeitet. Das Problem bei unseren Videos war immer, dass ich halt einfach in Selbstbräuner geschwommen bin. Ich habe ihn aufgesaugt wie ein Schwamm. Und eigentlich sind wir gleich weiß, wenn man das so sieht gerade. Das Problem ist, wenn ich Selbstbräuner benutze, bin ich halt wirklich dunkel. Ich weiß gar nicht, ich habe ein Video mit dir damals hochgeladen, unangenehme Fragen beantworten. Oh ja. Da warst du so, Alter, da war ich richtig weiße Schokolade. Du warst so richtig zartbitter Schokolade. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, da habe ich angefangen, damals auf der Sonnenbank zu arbeiten. Beziehungsweise im Solarium zu arbeiten und bin auch selber Sonnen gegangen. Also da war ich wirklich knackig. Richtig knackig. Ich werde gar nicht knackig, Alter. Ich kann machen, was ich will, ich werde nicht knackig. Ich muss sagen, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe ja auch übelst Alzheimer und wir haben uns ja wirklich nicht regelmäßig getroffen. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, dass unsere Kennenlernstory da beginnt, wo du mit deinem Ex Schluss hattest. Und ich dann mit meinem damaligen Ex zu dir gekommen bin. Weiß ich nicht, bei dir das erste Mal? Ah, das war mit ihm, war? Ja. Ich weiß sogar jetzt, wann. Also, wir haben, glaube ich, gerade herausgefunden, dass das erste Treffen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das wirklich das erste Treffen war. Ich bin auch nicht sicher, ob es das erste war, aber das ist so, was ich damit identifizieren könnte, dass ja, es sie war auf jeden Fall schon mal damals bei mir, wo ich noch mit meinem Ex zusammen war, in unserer damaligen Wohnung auch, ne? Ja, da muss ich noch irgendwo Videos haben bei Snapchat. Dann bin ich auch mal mit meinem Ex bei dir gewesen, also hier in Köln gewesen, da waren wir Shisha rauchen, da hast du dich ein bisschen ausgeheult. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Doch, da waren wir auf jeden Fall auch an den Ringen oder keine Ahnung, wo das war, in diesem Lux oder Lux oder... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du mit jemandem, also mit einer männlichen Person hier warst. Ich identifiziere dich irgendwie, dass wir uns immer alleine gesehen haben, nee, außer das eine Mal. Das fand ich auch echt voll krass, aber wir sind sofort instant sind wir nach hier gefahren. Das ist auch irgendwie für mich voll cringe im Nachhinein. Ich frage mich auch echt, warum der dabei war irgendwie, aber keine Ahnung. Ich habe ja schon mit dem zusammen gewohnt, deswegen. Ich kann mich wirklich null daran erinnern, dass er mit da war. Also wirklich nicht. Ich weiß sogar noch, du saßt hier... Du saß hier, ich saß hier und er saß neben mir. Also, ich saß in der Mitte. Und die Sitze waren, glaube ich, so ein bisschen rund. Kann das sein? Mhm. Also, Leute, das Licht verabschiedet sich jetzt schon langsam. Guck, sag ich doch, Fashion-Blogger. Aber die sehen hübsch aus. Oh mein Gott, ja, ich sag ja, meine hässliche Phase. Warum hässliche Phase? Finde ich gar nicht. Das Ding ist, ich habe mich zu dem Zeitpunkt super unwohl gefühlt, weil ich einfach nicht ich selbst war. Weißt du, was ich meine? 7. April 2017. Und immer, wenn ich diese Bilder angucke, muss ich an diese Zeit so zurückdenken, dass ich einfach so... Ich war nicht ich selbst und ich war auch absolut nicht glücklich. Und das sieht man halt auch voll auf den Bildern. Was ich dir letztes Mal gesagt habe, weißt du noch, wo ich so runtergescrollt habe? Ja. Auf jeden Fall, wir kennen uns schon lange. Das ist die... So fast eins habe ich später. Das ist das Wichtigste an allem, würde ich sagen. Also ich finde, seit letztem Mal sind wir irgendwie closer als davor. Da kommen wir auch zur nächsten Frage. Sie reagiert so gar nicht drauf. Nein, aber es kann voll dazu passen. Ich sag dann daraufhin was. Okay.
Potenzial zur neuen BFF? Weiß ich nicht. Also erstens, du willst ja sowieso keine BFF und ich finde, BFF ist ein Riesenbegriff. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, du meintest ja, dass du mit jemandem dann 24/7 Zeit verbringen könntest. Das bin halt nur ich, ne? Also ich bin schon dafür, dass wir uns gerne öfter sehen. Ich mag dich auch unnormal als Person und ich finde auch, wenn wir so, also wir haben zum Beispiel voll oft so Deep Talks, wenn wir zu Hause sind, Pfeife rauchen, wir rutschen so in voll deep Themen und ich finde einfach, über solche Themen kann ich nicht mit jemandem reden. Das habe ich dir ja letztes Mal auch schon gesagt und ich finde auch, wenn du mit jemandem über, boah, das ist gerade super unangenehm mit diesen ganzen Menschen hier und es ist hier so mit Zap in der Hand. Du brauchst halt jemanden, der vom Lebensstand her fast genauso ist wie du, also mit dem du so gesehen halbwegs gleichgestellt bist, der die gleichen Bedürfnisse so gesehen in seinem Leben hat, dass man zum Beispiel sagt, so ich habe einen Partner, sie hat einen Partner und du hast ja auch gewisse Themen, über die du dich dann austauschen willst und wenn du zum Beispiel Single wärst und so voll in deiner ich will jetzt jeden Tag feiern gehen Phase, dann matcht das halt nicht so. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch mittlerweile viel besser, weil wir halt beide einen Partner haben, wo wir wissen, der ist es. Weißt du? Und weil wir auch beide, also uns hat es auch schon immer verbunden, dass wir halt auch beide Social Media machen. Deswegen haben wir uns auch fast immer, also nicht fast immer, aber oft, wenn wir uns getroffen haben, haben wir halt auch Content gemacht, auch wenn er nicht online gekommen ist. Ich liebe es, wie sie die ganze Zeit so einfach diesen Finger in die Wunde so richtig reindrückt. Ich habe halt letztens eine Nachricht bekommen. Und zwar, möchtest du jetzt ...... ersetzen? Das war doch sogar, als ich bei dir war. Ach so, ja, stimmt, darüber haben wir auch geredet. So. Das kann man, also angenommen, Erika wäre jetzt ein Mann. Wir wären zusammen in einer Beziehung. So, wir trennen uns und danach lerne ich so gesehen jemand anderen kennen und jemand schreibt mir, du willst sie ja gerade nur ersetzen. Also ihn. Weißt du, ich meine so, diese Logik ist für mich, das geht gar nicht, weil du kannst ja eine Person gar nicht ersetzen. So, entweder du findest jemanden, der so in dein Leben passt und ihr bringt euch gegenseitig weiter von Gesprächen her und so weiter. Aber du kannst ja nicht jemanden einfach so ersetzen. Und das will ich ja auch gar nicht. Also das ist ja gar nicht meine Intention oder deine, dass du jetzt sagst, so, oh mein Gott, ich will direkt eine neue beste Freundin. Genauso wie tolle Menschen zum Beispiel aus deinem Leben gehen, wo du dir einfach so denkst, so, ja, ist halt traurig, aber kannst ja nicht ändern. Zu beiden Themen, also ob ich jemanden ersetzen möchte oder ob Potenzial zur neuen BFF besteht, kann ich halt beides mit Nein beantworten. Und das klingt jetzt so asozial, weil Potenzial zur BFF klingt ja sowas wie was Positives. Wenn ich dann sage Nein, klingt das so negativ. Aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Nicht. So, das ist einfach erstens, abgesehen davon, dass ich es überhaupt gar nicht will, finde ich. Wenn wir Potenzial zu BFFs hätten, wäre es ja schon längst passiert. Ja. Weil wir kennen uns schon so lange. Und wir sind aber beide auch so, auch wenn wir müssen das immer planen mit Termin und so, dass wir uns treffen und sowas. Deswegen, man hat einfach diese Freundin, was ich auch gesagt habe, die man so auf Distanz hat, die man halt nicht so oft sieht. Aber wenn man sich sieht, ist es immer so, als ob diese Spanne dazwischen nicht gewesen wäre. Man kann trotzdem ich kann mit dir auch über viel mehr reden als mit anderen Freundinnen. Und ich habe auch schon früher, habe ich auch schon immer gesagt, dass du einfach so was Besonderes an dir hast, weil über dich wird ja, kann man ja so sagen, also viel Schlechtes geredet wegen deiner Optik. Und ich habe immer gesagt, auch immer wenn jemand das irgendwie erwähnt hat, habe ich gesagt, Alter, die hat so ein schönes Herz. Deswegen, scheißegal, wie man optisch aussieht oder wie, das ist ja auch Dings, Geschmackssache, so einfach wie du von innen bist, wie dein Charakter ist, immer wenn ich mit dir war, hast du sowas Positives gehabt und mir so gute Laune gemacht, weil du immer so diese positive Energy hattest. Das hat einfach, zu heulen, weiß ich. Das hat einfach nicht jeder. Und deswegen, es ist einfach so schön halt, wenn ich dann mit dir bin. Ich fand es auch sehr schön, dass wir letztes Mal so wirklich so einfach nur Mädelsabend gemacht haben, wo wir wirklich nur reden, so ohne Video, ohne Story, ohne irgendwas, sondern dass wir einfach so uns auf uns konzentrieren konnten. Hello, bitte beachtet gerade nicht mein Aussehen. Das ist eine super spontane Aufnahme jetzt. Ich habe gerade das Video geschnitten und dachte mir, ich gehe nochmal ganz kurz auf das Thema ein, falls es in dem Video nicht klar genug deutlich geworden ist. Die Antwort auf die Frage ist nein, ich suche keinen Ersatz. Ich suche keinen Ersatz für niemanden, weil Menschen können nicht ersetzt werden. Ich halte nichts von sowas. Die Menschen, die in meinem Leben sind aktuell, die sind auch schon länger in meinem Leben. Okay, gut. Mit Yasin habt ihr in meinem letzten Video gesehen, Yasin und Sumi. Yasin kenne ich schon mein ganzes Leben. Und Sumi kenne ich halt seit 3 Jahren. Die beiden sind halt mittlerweile verheiratet. Und die beiden, die dann dazugekommen sind, das sind Freunde von den beiden. Das hat sich so spontan ergeben. Aber ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Ich will keine neue BFF. Nein. Und wenn ihr jetzt Vanessa und mich öfter zusammen seht, dann liegt das nur daran, dass wir beide uns gegenseitig gerade gut tun. Wir können beide gut miteinander reden. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber ich mag
es nicht so gerne, Videos alleine zu drehen. Mir gehen einfach die Ideen aus. Ich finde es nicht so unterhaltsam wie Videos zum Beispiel mit Ali oder mit Alex. Sie hat halt auch immer nur Videos alleine gedreht. Und wir haben, also ihr tut so, als hätte ich Vanessa die letzten 2 Jahre kein einziges Mal gesehen. Das stimmt nicht. Wir haben sogar Videos gedreht, die sind aber nie online gekommen. Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass ich diese Freunde, die ich zurzeit sehe, in der ganzen Freundschaft oder während der ganzen Freundschaft mit meiner ex-besten Freundin niemals gesehen hätte. Irgendwie nicht so. Und vor allen Dingen finde ich es irgendwie so ein bisschen schade. Gut, die Kommentare kommen eh von so Leuten, die sowieso nur was zu meckern haben oder irgendwo einen Fehler suchen wollen oder keine Ahnung. Aber es ist einfach unnötig, weil man tut so, als würden wir ein Verbrechen gerade begehen, dass sich zwei Blogger treffen und Content zusammen produzieren. So, like what? What's going on? Wie oft haben wir uns mit Yasin in den letzten 2 Jahren getroffen? Ungefähr. Ahnung. Vielleicht so einmal im Monat. Vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht. Es gab eine Zeit lang, wo wir uns nicht getroffen haben, aber Ja. so durchschnittlich. Einmal die Woche. Okay, Einmal im Monat. Einmal im Monat. So, weil ein paar Leute in den Kommentaren tun so, als ob ich Yasin die letzten 2 Jahre nicht gesehen hätte. Ja, Bene. Und jetzt auf einmal Ersatz suche Wir haben immer Kontakt mit oder Yasin. Freunde suche oder keine Ahnung. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn es mit einer Person zu 1000% matcht und vibet, dann kann ich mit der Person 24/7 sein. Alle anderen mit denen nicht. Und da spreche ich von jedem, inklusive Vanessa. Und nur weil wir gerade uns ein bisschen treffen, weil wir uns gegenseitig in den Arsch treten, dass wir Videos zusammen produzieren und Content zusammen machen, heißt das nicht, dass es meine neue BFF ist, okay? Ich hoffe, das ist jetzt klar und deutlich. Selbst wenn ich mich jetzt mehr mit anderen Freunden umgebe oder das auch eher zeige oder jetzt auch zum ersten Mal zum Beispiel Sümi gezeigt habe, ist es doch schön. Also ist doch schön, dass ich Menschen um mich herum habe, die für mich da sind, während es mir nicht so gut geht vielleicht und die mich aufbauen und die sich einfach um mich kümmern oder keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine, es ist doch schön. That's it, Leute. Peace, tschüss. Entweder du verstehst dich in einer Freundschaft oder in einer Beziehung und es harmoniert oder halt nicht. Ja. Und dann finde ich persönlich ist auch vollkommen egal, ob man dann unbedingt einen Titel gibt, wie zum Beispiel du bist meine beste Freundin oder du bist mein Verlobter oder mein Partner oder wie auch immer man das dann nennen will. Ich finde einfach entweder es harmoniert oder es harmoniert nicht. Und mir persönlich ist dann vollkommen egal, ob man das dann, ich weiß nicht, beste Freundin oder keine Ahnung was nennt, weil du weißt halt einfach, es harmoniert. Und ich finde dann ist der Titel vollkommen egal. Ich habe selber jahrelang gesagt, so beste Freundin, so what the fuck, Alter, wo sind wir, 13 oder was? Naja. Aber so hat sich das halt dann bei mir ergeben. Also das, ich habe ja auch nicht seit Tag 1 gesagt, das ist meine beste Freundin, sondern erst so nach über einem Jahr. Nee, aber das kam ja auch bei euch zum Beispiel mit der Zeit. Das ist ja dann auch gar nicht, dass Ja. man sagt so, oh mein Gott, das ist so schlimm. Das ist einfach entweder man fühlt das oder man fühlt es nicht. Und ich finde auch, du kannst auch eine normale Freundschaft führen, die zum Beispiel vielleicht sogar besser läuft, als wenn du zum Beispiel sagst, ich hatte vor 3 Jahren eine beste Freundin. Und du Ja. denkst dir dann irgendwann so, okay, die Freundschaft, die ich zum Beispiel jetzt habe, also ist ja jetzt nur ein Beispiel zu dir, ist zum Beispiel intensiver als das. Das ist jetzt nur als Beispiel gesprochen, aber so ist es ja wie in Beziehungen, wenn du dann einen neuen Partner kennenlernst und du sagst, mit dem habe ich was, was ich davor noch nie hatte. Das ist ja nicht, dass du dann sagst, ich habe davor keine Beziehungen geführt oder die Partner waren keine richtigen Partner. Es ist halt einfach, du lernst durch bestimmte Menschen in deinem Leben einfach, ja, das Leben noch mal anders kennen. Also ich glaube auch daran, also ich bin jetzt zwar nicht so der religiöse Part, aber ich glaube auch, dass das alles seinen Grund hat. Wir haben unsere Cookies noch gar nicht gegessen. Willst du jetzt erstmal Cookies vor Lok mal essen? Nein. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich habe auch lang genug jetzt, glaube ich, gefilmt. Deswegen, glaube ich, könnt ihr mir verzeihen, dass wir jetzt nicht so viele Fragen reingenommen haben. Ihr könnt mir aber gerne sagen, ob euch das Video gemundet hat. Schreibt es in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.